Die Ostsee im November. 0 Grad und 6 Windstärken. Meterhohe Wellen. Greenpeace-Aktivisten sind mit ihren Schlauchbooten unterwegs, um einen Schwerlastfrachter zu finden. Dieser transportiert Bauteile für einen neuen Atomreaktor in Finnland. Die Greenpeace-Aktivisten wollen auf hoher See auf das Schiff gelangen und gegen den Reaktorneubau protestieren. Unter den 8 Aktivisten aus verschiedenen Ländern Europas sind auch Ellie und Nico aus Deutschland. Das war meine erste derartige Aktion und ich konnte mir das auch erst gar nicht vorstellen, da mit Schlauchbooten auf dem offenen Meer an so einen riesengroßen Frachter ranzufahren und dann mit Strickleitern und dem ganzen Gepäck hochzuklettern. Das war anfangs ziemlich unvorstellbar, dass das irgendwie möglich ist oder dass ich das tun würde. Als wir dann so langsam in die heiße Phase gingen, da ist mir das Adrenalin fast zu den Ohren rausgespritzt. So aufgeregt war ich. Erst 2 Tage vorher haben die Aktivisten erfahren, dass das Schiff unterwegs ist. Rückblick. Jörg Feddern ist Rapid Response Campaigner bei Greenpeace. Er kommt immer dann zum Einsatz, wenn innerhalb kürzester Zeit Gefahren für die Umwelt abgewendet werden müssen. Ein Anruf hat ihn alarmiert. Ich habe gerade von meinen französischen Kollegen einen Hinweis bekommen, dass ein Schiff bei uns vorbeifährt, hier in der deutschen Bucht, mit Atommaterial für einen neuen Atomreaktor in Finnland. Diese Angaben werde ich jetzt überprüfen und sehen, wann kommt das Schiff, wie fährt das Schiff und werde dann mit meinen Kollegen drüben im Aktionslager besprechen, was wir machen können. Mag sein, dass wir uns auf jeden Fall dieses Schiff angucken aus der Nähe, damit wir sehen können, ob dieses Material geladen ist und dann wird sich weiter zeigen, was wir noch machen können. Schnell stellt sich heraus. Der Frachter heißt Happy Ranger und hat 4 Bauteile für den Atomkraftreaktor in Finnland geladen. Die Teile erzeugen den Dampf zum Antrieb der Turbine. Sie selbst sind zwar nicht radioaktiv, aber so wichtig, dass sie quasi ein Herzstück des Reaktors bilden. Jörg berät sich mit seinem Kollegen André Böhling, Energiecampaigner bei Greenpeace. Weißt du schon, was die genau transportieren? Ich habe gehört, die Dampferzeuger für dieses Atomkraftwerk. Mhm, okay. Ne? Und wie gesagt, die rechnen dann mit den 48, innerhalb von 48 Stunden fahren die bei uns vorbei. Ja, okay, da müssen wir auf jeden Fall hin. Ja. Ganz klar. Ja? Ziel des Transports ist die Baustelle eines ganz neuen Reaktortyps, des sogenannten Europäischen Druckwasserreaktors, EPR. Die Baustelle des Kraftwerks Olkiluoto 3 liegt im Süden Finnlands. Dieser Reaktortyp soll angeblich sicherer sein, besser sein, größer. Er ist vor allen Dingen viel größer als vorherige Reaktoren. Aber nach dem, was wir bis jetzt wissen, ist er nicht sicher. Er ist auf jeden Fall viel teurer als angenommen. Und beim Bau dieses Reaktors gab es erhebliche Probleme. Über 2300 Fehler und Sicherheitsmängel entstanden schon beim Bau von Olkiluoto 3. Das Projekt verschlingt weiter Milliarden. In Deutschland will eine Mehrheit der Bevölkerung aus der Atomenergie aussteigen. Was mich am meisten an der Atomkraft stört, ist das Problem mit dem Müll. Da verschmutzen Leute auf Generationen unsere Erde und mich macht es stinksauer, dass meine Kindeskinder unter Umständen da noch drunter leiden müssen. Und deswegen finde ich, muss dagegen was gemacht werden und das gibt mir auch die Mut und die Kraft, da zu kämpfen. Die Aktivisten wollen mit ihren Schlauchbooten gegen den Transport protestieren. Der Frachter fährt praktisch schon vor der Haustür vorbei und sie haben nicht mal mehr Zeit, die Demonstration anzumelden. Die Aktivisten treffen sich im Greenpeace-Materiallager in Hamburg. Sie können nicht nur Schlauchboote fahren, sondern sind auch erfahrene Kletterer. So haben sie die Hoffnung, vielleicht könnten einige sogar an Deck des Frachters gelangen. Das winterliche Wetter und die Aussicht auf tagelanges Kampieren auf dem Schiffsdeck machen die Ausrüstung überlebenswichtig. Deshalb tragen sie wasserfeste und winddichte Anzüge. Das sind Anzüge, die für die Seefahrt entwickelt wurden, die dafür da sind, wenn man bei schweren Wetterbedingungen auf dem Schiff arbeitet. Wenn man so einen Anzug trägt, dann ist das immer ein bisschen das Gefühl irgendwie von wie in dem Film Armageddon, weil die eben sehr schwer sind und ein bisschen steif. Vor allen Dingen, wenn es kalt ist, ist das Material nicht so beweglich. Und das ist dann, man fühlt sich da drin aber irgendwie auch sicher. Es ist ein bisschen wie eine Ritterrüstung. Die erste Gruppe der Aktivisten will zunächst auf dem Landweg so dicht wie möglich an den Frachter herankommen. Die Schlauchboote kommen erst einmal auf den Anhänger. Gleichzeitig startet die zweite Gruppe in Kiel mit dem Greenpeace-Schiff Arctic Sunrise, um den Frachter auf See zu verfolgen. Denn bis jetzt weiß niemand genau, welche Route der Transport nehmen wird. Mit an Bord der Arctic Sunrise ist auch Ellie. Das war meine erste derartige Aktion und
Ich konnte mir das auch erst gar nicht vorstellen, wie das ablaufen würde, weil es einfach mir viel zu unreal erschien. Also es war einfach nicht greifbar und sich vorzustellen, da mit Schlauchbooten auf dem offenen Meer an so einen riesengroßen Frachter ranzufahren und dann mit Strickleitern und dem ganzen Gepäck hochzuklettern, das war anfangs ziemlich unvorstellbar, dass das irgendwie möglich ist oder dass ich das tun würde. Unter Deck der Arctic Sunrise nutzen die Aktivisten die Zeit, um jede Fehlerquelle auszuschließen. Würde einer von ihnen beim Klettern von der Leiter fallen, könnte er in die Schiffsschraube des Frachters gezogen werden. The ring is a target. Okay. So that's where... Die Übungsleiter dann raufzuklettern war dann nicht so schwierig und nicht so aufregend, weil man sich halt auch einfach noch nicht vorstellen konnte, wie das dann nachher wirklich auf diesem Frachter sein sollte. Also ich konnte mir halt echt gar nicht vorstellen, dass diese Leiter dann nachher an dieser 6 Meter hohen Schiffswand hängt und man da freischwebend über dem Wasser da diese schmale Leiter hochklettern soll. Also das war damals noch ziemlich unvorstellbar. Ellie kreuzt mit der Arctic Sunrise auf der Ostsee auf der Suche nach der Happy Ranger und den Bauteilen für das Atomkraftwerk. Gleichzeitig sind Greenpeace-Campaigner Jörg Feddern und sein Kollege André Böhling in der Ostseestadt Heiligenhafen, kurz vor Fehmarn. Jörg versucht die Route des Transportschiffes Happy Ranger am Computer zu verfolgen. Wir haben ihn gestern Nachmittag wiedergefunden vor der jütländischen Küste in der Nordsee. Damit war klar, dass er, statt durch den Nordostseekanal zu kommen, wie wir es ursprünglich gedacht haben, ist er über die Nordsee gefahren. Und seit gestern Abend können wir ihn relativ genau verfolgen. Er hat relativ immer dieselbe Geschwindigkeit, sodass wir abschätzen können, wann er hier uns trifft. Als endlich klar war, wo das Schiff langfahren würde, welche Route das Schiff nehmen würde, war für uns auch klar, dass es einen Punkt geben würde, wo das Schiff auf jeden Fall vorbeikommen musste. Und an dem Punkt wollten wir es erwischen. Und wir haben uns dann sofort auf die Socken gemacht, damit wir so nah wie möglich an Land an diesem Punkt rankommen, um die Boote dann ins Wasser zu bringen. Der Frachter kann nicht weit sein. Jetzt geht es darum, der Öffentlichkeit mit einer Demonstration zu zeigen, hier werden Teile für den größten Atomreaktor der Welt transportiert. Der Bau geht weiter, obwohl schon jetzt die Sicherheit nicht gewährleistet werden kann. Jedes Atomkraftwerk ist ein potenzielles Tschernobyl. Es ist unglaublich, wie sich das anfühlt, wenn man da durch die Wellen fährt und diese starken Beschleunigungskräfte fühlt. Das ist ein bisschen vergleichbar mit Achterbahnfahren, nur dass es eben auch was Sinnvolles ist. Man macht es nicht nur, weil es Jux und Tollerei ist, sondern wir stehen dafür eine Sache ein. Und das macht es natürlich noch mal irgendwie viel, viel wertvoller für mich. Auch die Aktivisten auf der Arctic Sunrise steigen schließlich in die schnelleren Schlauchboote. Trotzdem liegt noch eine gut einstündige Fahrt quer über die Ostsee vor ihnen. Die Crew von der Arctic Sunrise hat uns noch gewunken, das war eigentlich sehr schön. Man hat dann halt gesehen, wie die Arctic Sunrise immer kleiner wurde und hat dann halt auch mehr wahrgenommen, dass um einen rum eigentlich dann nur noch Wasser war. Doch trotz voller Geschwindigkeit sind sie zu langsam. Währenddessen ist das Team aus Heiligenhafen schon am Ziel. Die Aktivisten haben Campaigner Jörg Feddern eingeladen, sich auch ein konkretes Bild vor Ort zu machen. Plötzlich entdecken sie mitten auf der Ostsee tatsächlich die Happy Ranger. Aber wo bleiben die Aktivisten der Arctic Sunrise? Als für uns klar war, es ist das Schiff, machte sich ein bisschen Sorge breit, weil die Schlauchboote von der Arctic Sunrise noch nicht da waren. Und wenn die nicht gekommen wären, wären wir nicht genug Leute gewesen, um die Aktion sicher durchziehen zu können. Und da hatte ich dann ja, kurz Angst darum, dass die Aktion so im letzten Moment, wo eigentlich alles schon angefahren war, abgebrochen werden musste. Irgendwann erschienen dann am Horizont so kleine Punkte. Das waren dann die anderen Greenpeace-Aktivisten. Hat mich dann sehr gefreut, die zu sehen auf dem Wasser. Dann sind wir da halt hingefahren, haben uns noch kurz unterhalten. Und ja, auf einmal drehe ich mich um und sehe halt diesen riesengroßen gelben Frachter schon da, den ich vorher merkwürdigerweise gar nicht gesehen hatte. Und wir sind dann halt auch losgefahren. Und das war ja ein ziemlich aufregender Moment, als es dann wirklich losging und wir an dieses Schiff rangefahren sind. Als wir dann so langsam in die heiße Phase gingen, da ist mir das Adrenalin fast zu den Ohren rausgespritzt, so aufgeregt war ich. Ich saß in dem ersten Boot drin, was halt auch die Strickleiter oben an die Reling einhängen sollte. Und neben dem großen Frachter hat es halt richtig dolle geschaukelt. Also die Schlauchboote sind durch das Wasser gesprungen und haben gewackelt und das Wasser hat gespritzt. Und
haben halt versucht, mit einer Teleskopstange den Haken von der Strickleiter oben einzuhängen, was halt wirklich nicht einfach war und ich echt froh war, als wir es dann geschafft haben und die Strickleiter dann endlich da an dem Schiff hingen. Erst musste man halt versuchen, die Strickleiter zu fassen zu kriegen und dann halt möglichst schnell raufzusteigen, solange das Schlauchboot halt dicht an dem Schiff war. Eine Angst, die ich hatte, während ich da hochgeklettert bin, war, dass eine der Crewmembers die Strickleiter abschneidet, während ich da hochkletter. Es war mir nicht möglich zu sehen, was oben an der Reling passiert, weil die Strickleiter ja direkt an der Bordwand runterhängt. Und da war meine Sorge schon irgendwie, dass da oben einer austickt und in der Raserei einfach die Strickleiter abschneidet. Dann ist das Schlauchboot halt drunter weggefahren, um aus Sicherheitsgründen, damit man halt, wenn man fällt, eben ins Wasser fällt und nicht wieder ins Schlauchboot rein. Was aber natürlich dann noch ein anderes Gefühl ist, wenn man halt das Wasser unter sich rauschen sieht mit den ganzen Wellen und da dann halt hochzuklettern, war schon ziemlich aufregend. Und ich denke mal, durch die Aufregung kam einem das dann auch noch viel anstrengender vor. Also, dann oben ankam, war ich echt außer Puste. Die Greenpeace-Aktivisten erreichen tatsächlich das Deck des Frachters. Um die Öffentlichkeit zu informieren, verfolgen ein Fotograf und ein Filmteam die gesamte Aktion. An Bord beschließen die Aktivisten, ein Protestcamp einzurichten. Geduldet von der Crew, aber unter schwierigen Bedingungen. Die Crew an Bord war eigentlich sehr nett zu uns. Aus Sicherheitsgründen war es so, dass uns immer einer auch die ganze Nacht über bewacht hat und wir haben uns zum Teil sehr nett mit den Leuten unterhalten und einer war sogar dabei, der uns dann, obwohl er es nicht durfte, immer Wasser gebracht hat und der meinte auch, dass wir ihm leid tun, dass wir halt in der Kälte und in dem Wasser draußen schlafen müssen und das war schon, fand ich irgendwie auch bewegend so. Wir haben praktisch permanent im 2 Zentimeter tiefen Wasser gestanden und auch da irgendwie versucht zu schlafen, was natürlich nicht möglich war, weil die Isomatte nur 1,5 Zentimeter dick war und man sich dann praktisch ins Wasser gelegt hat dazu. Ich habe noch nie in meinem Leben zuvor so gefroren und wir haben dann auch alles Mögliche versucht, sind dann rumgesprungen, dass uns wärmer wird. In der Nacht war es wirklich so, dass man vor Zittern und Frieren gar nicht einschlafen konnte, sodass wir auch kaum geschlafen haben. Wir hatten auch einen Finn mit an Bord, der uns erzählt hat, dass wir in Finnland dann sehr wahrscheinlich erstmal festgenommen werden und ins Gefängnis kommen. Somit sind wir halt davon ausgegangen, dass unsere Reise halt im Gefängnis enden würde. Worauf wir uns dann aber gefreut haben, weil uns so kalt war und wir so durchnässt waren, dass die Vorstellung halt von so einem trockenen, warmen Gefängnisbett total verlockend erschien. Insgesamt 48 Stunden verbringen sie auf dem Frachter, bis dieser im finnischen Zielhafen einläuft. Währenddessen reisen Greenpeace-Campaigner Jörg Feddern und seine Kollegin Caro Krenzin ebenfalls nach Finnland. Sie wollen sich den eigentlichen Tatort ansehen, den Rohbau des Riesenreaktors Olkiluoto 3. Das ist die ganze Kupplung und da drin ist alles, was radioaktiv sein kann. So, da, du hast einmal den Kern und in den Kern nochmal dieses Containment. Und das ist diese Hülle, wo sie Schweißnähte hatten, die eben diesen Sicherheitsstandards nicht entsprochen haben. Olkiluoto 3 ist bisher nur eine Baustelle und hat schon jetzt den Namen Pannenreaktor vollends verdient. Es gibt Kommunikationsprobleme, es gibt Materialprobleme, es gibt tatsächlich Probleme, die, wenn dieses Kraftwerk ans Netz geht, eben später sich ganz, ganz böse rächen werden. Deswegen ist unsere Forderung hier ganz klar, dieses Kraftwerk darf niemals ans Netz gehen. Wenige Kilometer vom Kraftwerk entfernt liegt der Zielhafen des Frachters. Die Aktivisten sind mittlerweile von Bord, aber zum Glück doch nicht verhaftet worden. Der Kapitän des Frachters hat keine Anzeige erstattet. Alles gut? Alles gut. Ja. Moin. Ich wollte mal hallo sagen. Hey, hallo. Super Job gemacht. Echt toll. Danke. Endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Nach 48 Stunden Nässe, Kälte und Ungewissheit. Erst ganz allmählich weicht die Anspannung und lässt Platz für Freude über die geglückte Aktion. Einerseits bin ich natürlich total müde und fertig, aber ich bin gerade total glücklich, dass das jetzt alles so super über die Bühne gegangen ist, dass es jetzt keine Schwierigkeiten gab und dass wir auch nicht ins Gefängnis müssen. Für mich ist es wichtig, dass vor Ort zu sein. Ich könnte mich auch irgendwo hinstellen und sagen, ich bin dagegen, aber für mich ist es wichtig, genau da vor Ort zu sein, wo die Scheiße passiert. Und wenn das zur Folge hat, dass ich dafür dann einen Tag lang oder 2 Tage lang auf dem Schiff sein muss, dann ist es so. Seit Gründung von Greenpeace Deutschland 1980 haben Umweltaktivisten im Schlauchboot bewiesen, Umweltzerstörung kann erfolgreich aufgehalten werden. Gegen Dünnsäureverklappung, Atommüll, Gensoja, Walfang,
betreibt Netzfischerei, Transport von Urwaldholz oder von Material für Atomanlagen. Und der Kampf von Greenpeace für unsere Erde geht weiter. Gewaltfrei, international und unabhängig.